Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, was ich so aus meinen Glossy-Boxen mache. Für jeden, der noch nicht weiß, was eine Glossy-Box ist, packe ich meine aktuelle einmal mit euch zusammen aus, um euch das zu zeigen. Also, es kommt einmal im Monat, kommt so ein Paket. Die nennt sich halt Glossy-Box. 15 Euro, meine ich, kostet mich das jeden Monat. Kann man aber auch jederzeit wieder kündigen, wenn man keine Lust mehr drauf hat. Zeige ich euch mal, was dann da so drin ist. Und zwar ist das in so einem Karton verpackt. Und dann kommt in 90% der Fälle so eine rosane Box zutage. Diese hier. So, das ist, und das will ich euch gleich zeigen, eine richtig feste, schöne Box, die innen dann immer so aussieht. So, als erstes ist immer dieses Magazin da drin, also eingebunden in so eine Schleife. Allein schon die Schleife, die kann ich immer schon gebrauchen. Dann ist, wie gesagt, das Magazin da drin. Zeigt, was Inhalt dieses Paketes ist und was die Produkte normalerweise im Handel kosten. Also, eine Glossybox enthält Kosmetik. Und zwar immer 5 Produkte. Und diese 5 Produkte sind zum Testen. Der richtige Preis steht dann, wie gesagt, hier in diesem Heftchen drin und eine Erläuterung, für was ist. Für was ist. So, ich habe am Anfang, wo ich diese Glossybox bestellt habe, halt angegeben, welchen Hauttyp ich bin, Alter und so weiter. Und darauf ist die dann abgestimmt. Also, wir gucken mal jetzt zusammen rein. Also, geheime Zutaten, Poppy G. Anderson. Und so eine Leseprobe. Das ist schon mal öfter dabei. Ja, das sind dann so Leseproben von Büchern, von Sachen, die gerade so rauskommen. Und dann kann man da halt Probe lesen. Logisch. So, das einmal zur Seite. Dann ist eine Parfümprobe dabei. Engelsrufer. Ja, tue ich schon mal zur Seite. Also hier könnte ich dann genau nachlesen in diesem Heft, ja, was diese Probe, was also so ein Flakon normalerweise kosten würde. Das ist auf jeden Fall hier immer so drin beschrieben. Ich finde es jetzt nicht. Okay, ich will sie auch gar nicht so lang erläutern. Da gibt es genug YouTube-Videos von. Ich will euch eigentlich nachher zeigen, was ich so aus den Boxen mache. Dann ist ein Nagellack dabei. Ja. Ein. Was sagt. Gel, ach so, eine Gel-Peeling vom Barbour. Dann, was ist das? Eine Maske, porentiefe Reinigung ist da drin. Dann eine große Tube Sebamed Pflegedusche, seifenreine Reinigung. Seifenfreie Reinigung für die empfindliche Haut. Erfrischt und pflegt. Ja. Riecht auch super. Kann man also immer gebrauchen. Und ein Pflegeshampoo. Fettiger Ansatz, trockene Spitzen. 3 Tonerdensorten. Also, das war auf jeden Fall drin. Aber um diese Glossybox soll, um diesen Inhalt soll es gar nicht gehen, sondern um die Box selber. So, das ist meistens das Einzige, was ich wegschmeiße. Ja, den Karton und das Band verwahre ich. Ich zeige euch das nochmal. So sieht die Glossybox nackig aus. Ja, und jetzt zeige ich euch, was ich daraus mache. Es gibt also auch Boxen. Wie gesagt, 90% der Fälle kommt die so an. Es gibt aber auch Boxen, die sind schon verschönert. Das ist zum Beispiel
eine. Ich meine, die wäre letztes Jahr Valentinstag rumgekommen. Dann habe ich einmal so eine bekommen, wo schon was drauf ist. Jede Box hat Inhalt. Ich teile hier sind meine Nagellacksachen zum Beispiel drin. Ja. Ich brauche also wirklich jede Box für irgendwas. Dann war einmal so eine Winterbox dabei. Ja, da habe ich meine Kosmetiksachen so drin. Sieht etwas chaotisch aus. So. Und dann kam mal so eine Kunterbunte ist mal angekommen. Ansonsten, wie gesagt, sind die immer rosa. Und jetzt zeige ich euch, was ich daraus gemacht habe. Und zwar einmal eine Box für meine bessere Hälfte. Für seine ganzen Autoschlüssel reinzutun. Ja, er sammelt Autos. Ja, die habe ich halt hier oben so ein Stück Karton geprägt. Dann Stempel ausgemalt. Und das hatte ich von Action, das war so 3D-Sticker. Anschließend bin ich noch hingegangen und habe hier rundherum mit Washi-Tape verziert. So, das ist eine. Dann habe ich eine gemacht. Und zwar auch wieder mit einem Stempel von Action, angemalt verziert. Und die Sticker sind von Ideen mit Herz. Und dann mit diesem Washi-Tape hier verziert. Ja, das ist die nächste Box. Dann habe ich eine Box, die ist allerdings schon etwas ramponiert. Die Augen, die Eulen haben die Augen verloren. Und zwar ist das die Eulenstanze von Stamping Up. Habe ich damit verziert. Und auch mit Washi-Tape an der Seite dann etwas verziert. Ne? Da habe ich meine Parfümpröbchen drin. So, die nächste Box habe ich so mit so Schmetterlingen verziert. Ja. Hier so ein Glitzer mit Stickern halt so einen Rand gesetzt. Die Sticker sind von Ideen mit Herz, der Stanze auch. Ja, und dann von Teddy mit Washi-Tape verziert. Ja, die Box ist auch schon einiges im Gebrauch. Da sieht man dann schon, ne? Hier so Schmetterlinge drauf gemacht. Ja, die stehen also bei mir so im Badezimmer so nebeneinander. Alle. Dann habe ich hier noch eine mit Fröschen. Ja, die Froschsticker sind, glaube ich, von Teddy gewesen. So einzelne Blüten, die waren, glaube ich, mal in einem Tauschpaket oder Goodiebag-Tausch drin, die ich gemacht habe. Den Hintergrund habe ich so mit geprägt mit Noten. Und dann auch wieder verziert mit so einer Sticker-Bordüre und Washi-Tape. Ja, so. Die aus. Dann habe ich eine gemacht mit Smileys drauf. Auch den Hintergrund mit Noten geprägt. Dann gab es die, glaube ich, auch mal bei Teddy, diese Marienkäfer auf dem Kleeblatt. Und die sind von Action, die Sticker. Und dieses große ist aus Pappe, das ist von so einem Bogen von Ideen mit Herz. So, und dann habe ich das auch mit Washi-Tape verziert. Ich meine, das wäre auch von Teddy gewesen. So, jetzt kommen wir zur letzten. Die hat, glaube ich, schon etwas gelitten. Die hat schon ein bisschen Flecken. Da war jemand so schlau und hat das Handtuch drauf abgelegt. Die habe ich von Stamping Up. Das ist eine Stanze von Stamping Up mit den Blumen. Könnte man auch rein theoretisch noch so ein bisschen hochheben. Der Hintergrund habe ich auch mit so einer Herzschablone gestanzt. Und diese... Sorry, seid ihr noch da? Ja. Die halt noch weiter verziert. Hier mit so einer Herzbordüre und so eine Stickerlinie. Ich meine, die werden auch von Ideen mit Herz. Okay.
Okay. Das war's. Ich wollte euch nur mal meine Glossyboxen zeigen, was man da noch so draus machen kann. Tschüss.